Ein herzliches Willkommen zurück zu Skyrim und der Dämmerwacht-Quest. Wir sind immer noch im immer noch im Seelengrab und hä, hast du dich jetzt zu dem gesetzt? Mir ist die ganze Zeit aufgefallen, ich habe hier eine ganz andere Sicht die ganze Zeit. Gut, auch nicht so schlimm, weil ich muss sowieso immer wieder gucken. Wir waren gerade bei diesem Händler, der 25 Seelenhüllen nimmt. Oh. Wir haben das dritte, ich glaube, sind das 10 Stück. Und wir bekommen dafür irgendwelche Sachen. Ach so, ich habe gar nicht geguckt, was habe ich überhaupt gekriegt? Pelzstiefel des Schleichens oder so? Pelzstiefel des leichten Schleichens. Gut. Wenigstens ist es leicht. Aber wie viel habe ich überhaupt an Gewicht? Ah, ich habe genug, was ich tragen kann. Ihr könnt euch sicher nicht. Aha, hier ist es zu. Aha. Kann man das irgendwie öffnen? Wow! Was? Ich, boah. Hier werden Lichter eingesperrt. Ich guck mal gerade eben hier hinten. Ob hier hinten noch irgend. Upsala. Irgendwas ist. Da ist noch eine Seelenhülle. Steht hier was auf? Nee. In den Truhen sind immer ganz tolle Sachen drin, finde ich. Wow! Was war denn jetzt? Boah, es hat sich mein Cursor hier selbstständig gemacht. Ich habe gedacht, da oben wäre jetzt irgendwas. Das macht er ja schon mal, wenn dich jemand anspricht oder so. Dann dreht er sich ja dann zu dir. Figur ja hin. Und das hat sich jetzt so angefühlt. Ich dachte, da kommt jetzt was. So. Gehen wir mal ein bisschen weiter hier lang. Ich wollte gleich mal gucken, ob wir da oben irgendwie hinkommen. Kann sein, dass ich mich ein bisschen verschnupft anhöre. Ein bisschen erkältet. Ist das hell. Wir haben schon Abak einmal gesehen. Huch, da komme ich nicht hin. Wir brauchen aber seinen Schädel, um ihn zu befreien. Gut. Ich guck mal, ob ich da oben drauf komme. Ich weiß gar nicht mehr, wo der. Der müsste hier irgendwo. Boah, rumliegen. So, wir suchen sofort die Valerika, beziehungsweise gehen hier sofort weiter. Mein Gott, was soll. Cool. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass das hier die ganze Zeit über uns schwebt? Gut, das könnte natürlich jetzt auch einfach optisch eine Täuschung sein. Da ich das Gefühl habe, dass wenn das die ganze Zeit über uns wäre, aber gucken, ob ich überhaupt. Nein, hier passiert nichts. Und hier passiert auch nichts. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Aber es sieht so aus, als wenn das uns die ganze Zeit hier verfolgt. Von wegen beobachtet und so, weißt du. Okay. Ich hatte 5 Seelenhüllen. Mal ein paar einsammeln, dann können wir noch ein bisschen was von dem mitnehmen. Ich habe schon ein paar Zettelchen gefunden. So poetische Schriften, sage ich jetzt mal, die wir für irgendeinen anderen Typen brauchen. Das weiß ich, weil ich die schon mal suchen musste und ich habe, glaube ich, nicht alle gefunden gehabt, beziehungsweise ich habe mich auch nicht wirklich darum gekümmert. Das da aussieht. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt nicht überall hinkomme wegen Valerika, sage ich jetzt mal, weil wir jetzt erst zu Valerika sollen. Aber wir gucken mal, ob wir vielleicht das ein oder andere noch finden. Truhen finden wir ja. Wir haben schon einen Seelenstein gefunden. Es kann sein, dass die Valerika mir was von den Seelensteinen erzählt. Und ich habe Angst, dass wir den Wächtern begegnen und dass sie plötzlich aufstehen und mir in den Popo treten. Ich weiß nämlich nicht genau, boah, wie stark die sind. Also die sind schon stark. Ich weiß jetzt nur nicht genau. Ich bin ja ziemlich hoch im Level, ob ich den so widerstehen oder
nicht stehen kann. Aua! Hallo? Lass das. Wo denn? Schießt er mir einfach... Ach, ich habe auch meine auch falsche Waffen. Ich wollte mal gucken, ob die was zu sagen hat. Seelenhülle hatte der dabei. Ich wollte mal gucken, ob die mir irgendwas zu sagen hat. Hey. Ich werde weder hungrig noch müde und spüre nichts mehr außer der Einsamkeit. Okay. Wow. Ist hier ein Seelenstein oder warum? Ich habe jetzt gerade ein bisschen Leben verloren. Wer ist da? Die halten Gott sei Dank nicht ganz so viel aus. Ich muss nicht so viel ausholen. Ey. Wow. Warte, ich habe hier eine Regenerationszeit, die ein bisschen langsamer ist. Ektoplasma. Die wandert da nur... Aha! Ein Seelenstein. Ich wollte doch sagen, irgendwas hat mir da vorhin Leben abgezogen. Das machen die nämlich. Natürlich. Ja, weil die ja meine Seele haben wollen. Die habe ich ja noch. Zumindest ein Teil davon noch. Na, Mist. Und wenn ich denen zu nahe komme... Oh, nee, anscheinend... Ah, da seht ihr. Wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich denn da rein? Wahrscheinlich erstmal noch nicht. Boah. Das ist schon wirklich ziemlich gruselig hier. War ich jetzt da oben bei dem die? Oder ist das die von gerade? Brauchst du doch nicht. Ich kann mich nicht erinnern, wie lange ich hier gewesen bin. War es ein Tag oder ein Jahrhundert? Das kann ich dir auch nicht beantworten. Mhm. Steht da was? Ja. Hehe. Komm, komm, komm. Haha, beide daneben. Oh, der ist ja noch gar nicht mehr. Oder bist du aufgestanden gerade eben? Nee. So. Okay. Na, nee. Behalt. Nee. Ich sag gerade noch behalt und pack trotzdem wieder mit ein. Noch ein Seelenstein. Nein, nein, lass mich. Zieh mir nicht mein Leben ab. Ist alles gut. Was passiert denn, wenn ich da hingehe? Ich will mal einmal gucken. Einmal schnell speichern. Lass mich, lass mich, lass mich. So, was habe ich denn jetzt? Habe ich jetzt ein Tetra-Herz eingesammelt? Ich muss mir das nachher mal im Video angucken, was ich da noch alles eingesammelt habe. Auf jeden Fall ist irgend so eine Kiste auch meine Seele drin. So, und ich werde mal eben nochmal ein bisschen Schnellheilung machen. Kann ich noch was? Nee. So, okay. Da muss ich hin.
Du hängst fest, Serana. Gucken wir uns mal ein bisschen genauer um dann später. Was haben wir hier? Nix. Aber hier ist so eine... Ja, Hütte hätte ich es fast gesagt. Ist hier irgendwas oben drauf? Nee. Da drüben? Ah, warte mal, gucken wir mal da drüben nochmal. Keine Truhe. Aber auch kein... Kein Zettel oder sowas. Aha, da kann ich auch hin irgendwie. Aber wahrscheinlich jetzt noch nicht. So, wir kommen Valerica ziemlich nah. Ne? Komme ich da nicht weiter doch? So, okay. Ich glaube, die müsste ja hier irgendwo sein. Schöpfer. Das kann doch nicht... Serana? Seid ihr es wirklich? Ich kann es kaum glauben. Wie gelangen wir hinein? Wir müssen reden. Serana, was tut ihr hier? Wo ist euer Vater? Er weiß nicht, dass wir hier sind. Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Ich muss versagt haben. Harkon muss einen Weg gefunden haben, die Prophezeiung zu entschlüsseln, nicht wahr? Nein, ihr versteht das völlig falsch. Wir sind hier, um ihn aufzuhalten. Um alles ins Reine zu bringen. Moment mal. Ihr habt einen Fremden hierher gebracht? Habt ihr den Verstand verloren? Das kommt nicht in Frage. Ihr, tretet vor. Ich muss mit euch sprechen. Und wie kam es dann dazu, dass sich meine Tochter in der Gesellschaft eines Vampirjägers wiederfindet? Ich hoffe, ihr hattet nicht die Absicht, euch als Serranas Beschützer auszugeben, um auf diese Weise an mich zu gelangen. Ich bin nur wegen der Schriftrolle der Alten hier. Einfach herrlich. Serana sieht in euch einen Beschützer, doch euer stärkster Instinkt scheint mir die Gier zu sein. Meine Tochter ist naiv wie eh und je. Serana hat alles geopfert, um Harkon an der Vollendung der Prophezeiung zu hindern. Ich hätte eigentlich erwartet, dass sie euch das erklärt. Boah, du bist so arrogant. Also alleine, so deine ganze Familie ist wirklich zu kotzen, muss ich sagen. Deshalb suche ich hier die Schriftrolle der Alten. Haltet ihr mich etwa für so dreist, meine eigene Tochter nur zum Schutz ihrer Schriftrolle der Alten in diese Gruft zu schicken? Die Schriftrollen sind lediglich ein Mittel zum Zweck. Der Schlüssel zur Tyrannei der Sonne ist Serana selbst. Oh mein Gott, was meint ihr damit? Als ich aus Burg Volkia floh, nahm ich zwei Schriftrollen der Alten mit. Die Rolle, die ihr wohl mit Serana gefunden habt, spricht von Auriel und seiner arkanen Waffe, Auriels Bogen. In der zweiten Schriftrolle heißt es, das Blut der Tochter von Kalthafen wird die Augen des Drachen blenden. Was hat Serana damit zu tun? Genau wie ich war Serana einst menschlich. Wir waren fromme Anhängerinnen von Fürst Molag Baal. Die Tradition will, dass die Frauen Molag Baal am Tag seiner Beschwörung dargeboten werden. Nur wenige überleben diese Tortur, doch die Auserwählten gehen daraus als reinblütige Vampire hervor. Wir nennen solche Vereinigungen die Töchter von Kalthafen. Serana hat sich diesem Ritual freiwillig unterzogen? Ja, das ist eine gute Frage. Es wurde von ihr erwartet, so wie es auch von mir erwartet wurde. So viel dazu, dass du das ausgesucht hast. Als Opfergabe für Molag Baal auserwählt zu werden, ist eine große Ehre. Sie hätte es nicht gewagt, eine solche Würdigung auszuschlagen. Kalthafen? Manche nennen es auch das Reich von Molag Baal. Seine Heimat im Reich des Vergessens. Ist hier Serana's Blut
Gibt's noch was anderes? Nee, für die Tyrannei der Sonne erforderlich. So langsam begreift ihr, warum ich Serana beschützen wollte und die andere Schriftrolle der Alten so weit wie nur irgend möglich von ihr fernhalten musste. Ja, wenn ich nicht gekommen wäre, dann hätten die Vampire sie gehabt. So oder so. Wollt ihr damit sagen, dass Harkon vorhat, sie zu töten? Wenn Harkon im Besitz von Auriels Bogen wäre und die Waffe mit Serranas Blut befleckt würde, wäre die Tyrannei der Sonne vollendet. In seinen Augen würde sie für das Wohl aller Vampire sterben. Das würde ich niemals zulassen. Und wie genau gedenkt ihr, ihn aufzuhalten? Ich brauche eure Hilfe. Habt ihr mir nicht zugehört? Serana ist eine reinblütige Vampirin, genau wie ich. Meine Anwesenheit in Tamriel stellt ein ebenso hohes Risiko dar wie die ihre. Und Serranas Meinung dazu? Ihr interessiert euch weder für Serana noch für unsere Not. Es spielt keine Rolle, dass ihr einer von uns geworden seid, um im Seelengrab zu überleben. Ihr seid im Herzen noch immer ein Vampirjäger. Was, ich bin doch... Ihr seid hier, weil ihr uns für Abscheulichkeiten haltet. Niederträchtige Kreaturen, die vernichtet werden müssen. Ja, richtig. Ich bin doch... Ach komm. Ich bin nur wegen der Schriftrolle der Alten hier. Wie so ein Roboter. Serana glaubt an mich, warum nicht auf mir? Serana? Diese Fremde steht auf der Seite derer, die euch jagen und wie ein Tier töten wollen. Und da soll ich euch ihr anvertrauen? Dieser Fremde hat in der kurzen Zeit, die wir uns kennen, mehr für mich getan als ihr in Jahrhunderten. Wie könnt ihr es wagen? Ich gab alles auf, was mir wichtig war, um euch vor diesem Fanatiker zu beschützen, den ihr einen Vater nennt. Ja, er ist ein Fanatiker. Er hat sich verändert. Aber er ist noch immer mein Vater. Warum könnt ihr nicht verstehen, wie ich mich deswegen fühle? Oh, Serana, wenn ihr doch nur eure Augen öffnen würdet. Oh Gott. Wenn euer Vater herausfindet, welche Rolle ihr in der Prophezeiung spielt und dass er euer Blut benötigt, seid ihr in großer Gefahr. Also habt ihr mich von allem ferngehalten, das mir etwas bedeutet hat, um mich zu schützen? Ihr habt mich nie nach meiner Meinung gefragt, ob es das Beste war, mich in dieser Gruft zu verbergen. Ihr habt einfach erwartet, dass ich euch blind folgen würde. Ihr wart beide auf euren eigenen Weg fixiert. Eure Beweggründe mögen verschieden gewesen sein, aber im Grunde bin ich auch für euch nur eine Schachfigur. Ich wollte, dass wir wieder eine Familie werden. Aber ich weiß nicht, ob dieser Wunsch je in Erfüllung gehen kann. Vielleicht verdienen wir diese Art Glück nicht. Vielleicht sind wir nicht dafür geschaffen. Aber wir müssen ihn stoppen, bevor er zu weit geht. Und dazu brauchen wir die Schriftrollen der Alten. Es tut mir leid, Serana. Ich wusste nicht. Ich war blind. Ich habe zu lange zugelassen, dass mein Hass auf euren Vater uns entfremdet. Bitte vergebt mir. Die Schriftrolle der Alten gehört euch, wenn ihr sie wollt. Eure Absichten erschließen sich mir noch immer nicht. Ich hab's dir gesagt. Um Seranas Willen werde ich euch aber nach besten Kräften helfen. Habt ihr eine Schriftrolle der Alten bei euch? Ja. Seit meiner Gefangennahme ist sie hier sicher verwahrt. Zum Glück seid ihr in der Lage, die Barriere, die diese Ruinen umgibt, zu durchbrechen. Wie das? Ihr müsst die höchste der Felsspitzen ausfindig machen, die diese Ruinen umgeben. An ihren Sockeln zieht die Barriere die Energie aus den unglücklichen Seelen, die hierhin verbannt wurden. Vernichtet die Hüter, die sich ihrer annehmen, und die Barriere sollte fallen. Wir sind bald wieder zurück. Noch eine Warnung. Ein Drache namens Durnevir durchstreift das Grab. Nehmt euch vor ihm in Acht. Die vollkommenen Meister haben ihn mit der Bewachung der Hüter betraut. Sollte er euch als Bedrohung sehen, wird er zweifelsohne angreifen. Wenn ich das Seelengrab verlasse, kann ich dann wieder sicher zurückkehren? Weil ihr im Seelengrab unterwegs gewesen seid, hat sich euer Körper darauf eingestellt. Sagen wir so. Ein kleiner Teil von euch ist hineingewechselt und an seinen Platz trat im Gegenzug ein Teil des Seelengrabs. Ihr solltet keine Probleme mehr haben, das Portal zu benutzen. Aha. Wie wurdet ihr hier eingesperrt? Als ich das Seelengrab betrat, hegte ich die Absicht, einen Handel mit den vollkommenen Meistern einzugehen, den Hütern dieses Ortes.
Was war das für eine Abmachung? Ich habe im Seelengrab Zuflucht gesucht und musste den vollkommenen Meistern als Gegenleistung die Seelen beschaffen, die sie so dringend brauchten. Mhm. Hätte ich geahnt, wie sehr sie es auf meine eigene Seele abgesehen hatten, wäre ich niemals hierher gekommen. Sie haben euch reingelegt. Die vollkommenen Meister haben ihre Hüter losgeschickt, um mich zu vernichten. Zum Glück konnte ich sie aber in Schach halten und mich in diese Ruinen zurückziehen. Ihr wurdet gefangen. Ja. Unglücklicherweise ja. Da die Hüter sich meiner Seele nicht ermächtigen konnten, ließen sie ihre Schergen eine für mich unüberwindbare Barriere errichten. Eieiei, die ganze Zeit über wart ihr eingesperrt. Die Zeit ist für mich kaum von Bedeutung. Dasselbe gilt folglich auch für die vollkommenen Meister. Man könnte es wohl als das ultimative Geduldsspiel betrachten. Jeder beobachtet den anderen, um zu sehen, wer nachgibt. Warum habt ihr die Prophezeiung nicht verfolgt? Hakons Vision ist eine Welt der ewigen Finsternis. Der Beginn einer Blütezeit für Vampire, die nie wieder die Tyrannei der Sonne fürchten müssten. Er übersieht aber, wie viel Aufmerksamkeit unsere Art auf sich ziehen würde, sollte sich die Prophezeiung erfüllen. Ja, was für eine Art Aufmerksamkeit wohl? Sollte die ewige Nacht tatsächlich hereinbrechen, würden viele sich nicht damit abfinden. Sie würden Armeen zusammentrommeln und versuchen, die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Unsere Vernichtung wäre so lange an der Tagesordnung, bis auch der letzte Vampir zur Strecke gebracht und ausgelöscht wurde. Ihr zieht also vor, in den Schatten zu leben. Ja, logisch. Dann könnt ihr eure Opfer viel besser hinterhältig überfallen. So ist es. Auf diese Weise haben Vampire über Jahrtausende hinweg überlebt und nur so werden wir auch in Zukunft überleben können. Wer sind die vollkommenen Meister? Ich möchte eigentlich auch mal gerne wissen, wie ich meine Seele wieder kriege. Ich weiß nur sehr wenig über sie. Sie sind mystische Wesen, die über das Seelengrab herrschen und es bis ins kleinste Detail kontrollieren. Von seinem Gefüge bis hin zu seinem Erscheinungsbild. Wie sehen sie aus? Nun, manche Totenbeschwörer glauben, dass es sich um die kristallenen Strukturen handelt, die man überall im Seelengrab findet. Aber ich glaube, das ist noch nicht alles. Ach ja? Ich glaube, sie überschreiten das, was wir als körperliche Gestalt wahrnehmen. Womöglich waren sie einst körperliche Wesen, aber sie haben offensichtlich einen Punkt erreicht, an dem sie keine physische Gestalt mehr benötigen. Und die Kristalle? Kristalle? Verbindungskanäle, über die die vollkommenen Meister mit ihren Untergebenen sprechen und sich an ihren Opfern laben können. Es tut mir leid, also ich höre mich bestimmt total näselnd an, aber es geht leider nicht anders. Deswegen fällt mir das Lesen auch irgendwie sehr schwer gerade. Warum sollten sie Nahrung verlangen? Die Schwäche der vollkommenen Meister ist ihr unstillbarer Hunger nach reinen Seelen. Dieser Hunger ist der Grund für die Existenz des Seelengrabs und das einzige Druckmittel, das ein Totenbeschwörer beim Verhandeln mit ihnen einsetzen kann. Was bieten die Meister im Gegenzug? Boah, wann ist diese Unterhaltung endlich vorbei? Die Fähigkeit, mächtige, untote Wächter wie einen Atronarchen oder Daedra zu beschwören. Die meisten Totenbeschwörer, die töricht genug sind, sich auf einen Handel mit den vollkommenen Meistern einzulassen, enden jedoch hier. Als geerntete Seelen. Mhm. Gut. Seid vorsichtig und passt auf meine Tochter auf. Lasst uns diese Boah. Torwächter töten und dann zurück zum Gefängnis gehen. Je schneller wir von hier verschwinden können, umso besser. So, und wir unterhalten uns in der nächsten Folge weiter. Wir haben erstmal genug gequatscht. Ich werde jetzt hier mal fragen, wie es ihr jetzt geht. Es interessiert mich eigentlich nicht so wirklich, aber gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.